Yo, Freunde, was geht ab? Neulich habe ich einen LKW getestet und in dem Video habe ich euch gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich auch mal einen Bagger teste. Und ihr hattet richtig Bock, denn das Video hatte schon nach einem Tag über 10.000 Daumen hoch erreicht. Als ich das gesehen habe, habe ich mich schleunigst darum gekümmert, einen Bagger bestellt und hier ist das gute Stück, beziehungsweise das ist nur der Karton. Den Bagger habe ich schon ausgepackt, denn habe hier schon mal den Akku aufladen gesteckt. Der Bagger befindet sich hier drin. Ich habe noch nicht reingeschaut. Werden wir gleich zusammen machen. So soll er aussehen. Ab 8 Jahren geeignet. Im Maßstab 1 zu 16 von WL Model. Kostet unter 200 Euro. Ist jetzt nicht so ein teurer Bagger. Da gibt es ja welche, die kosten auch 1000, 2000 oder sogar 4000 Euro. 4000 Euro einfach für so einen ferngesteuerten kleinen Bagger. Ist schon wirklich sehr heftig. Nichtsdestotrotz war der Karton schwer. Ich bin gespannt, was er drauf hat. Bevor ich ihn auspacke, kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr auch mal Bock, dass ich einen Traktor teste? Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und wenn das Video 10.000 Daumen hoch erreicht, werde ich mich auch schleunigst darum kümmern, dass ich einen Traktor bestelle. Und wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann eine ganze Baustelle haben. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ich vorstellen soll, irgendwie eine Dampfwalze, was weiß ich, was es noch alles gibt, schreibt sie mir in die Kommentare. Packen wir den Bagger aus. Mal gucken, was wir heute damit dann auch so anbaggern werden. Anleitung war hier übrigens auch mit dabei. So, machen wir hier mal den Karton auf. Hier haben wir die Fernsteuerung. Erinnert mich so ein bisschen an den PlayStation-Controller. So sieht das Ganze aus. Also hier merke ich schon, dass es jetzt nicht das hochwertigste ist. Also die wiegt ungefähr nur 1 Gramm. Dann haben wir hier noch ein Fläschchen und einen Schraubendreher. Der Bagger hat, glaube ich, sogar eine Rauchfunktion, falls ich mich nicht täuschen sollte. Jedenfalls sieht das hier auf dem Karton so aus. Machen wir die Folie weg. Und das ist der Bagger! Halt, stopp. So geht das nicht. Das ist der Bagger! Auf den ersten Eindruck finde ich, der sieht gar nicht so übel aus. Ist wirklich sehr schwer. Vieles ist aus Metall. Aber so ein Bagger muss ja auch schwer sein. Ich meine, wenn er hier irgendwas schaufelt, dann darf er ja nicht umkippen. Die Ketten hier sind auch aus Metall. Ich bin mal gespannt, wie geländefähig er damit ist. Ich hatte ja schon mal ein paar Panzer getestet. Die hatten Ketten aus Gummi und ja, mit denen konnte man überhaupt nicht im Gelände fahren. Wenn da so ein Kiesenstein oder so dazwischen gelandet ist, ja, sind die Ketten abgerutscht oder es hat blockiert. Ich hoffe, es wird bei dem Bagger hier besser sein, denn wo soll man sonst mit dem Bagger rumfahren, wenn nicht im Gelände? Der Deckel, der lässt sich hier öffnen. Oh, cool. Da haben wir sogar noch einen zweiten Akku mit dabei. 7,4 Volt, 1500 mAh. Ist jetzt nichts Besonderes hier. Und wie es aussieht, hat er hier echt ein Rauchmodul verbaut. Da werfe ich mal ganz kurz einen Blick in die Anleitung. Wie es aussieht, soll das mit ganz normalem Wasser funktionieren. Na, dann testen wir das Ganze mal. Maximal halbe Flasche soll man da reinmachen. Ich werde mal jetzt ein bisschen weniger reinmachen. Zack. Oh ja, ich denke, Das war Maximum. Für den geilen Controller brauche ich noch 4 Doppler-Batterien. Zerberstos? Zerberstos, wo bist du? Ach, Zerberstos ist gar nicht zu Hause, wie es aussieht. Aber halb so wild. Ich brauche hier nur Batterien. So, geh mal wieder hoch. Okay, Fernsteuerung ist an. Machen wir noch den Bagger an. Sein Einschaltknopf befindet sich hier unten. Oh, wir haben sogar ein Soundmodul. Schaut euch das mal an. Auf die Taste 4 aktiviert man die Rauchfunktion. Geil, das funktioniert richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Sound kann man hier auch an- und ausmachen. Ich lasse ihn gerade mal aus, solange ich hier noch mit euch laber. Rauchfunktion. Oh, jetzt ist mir die Fernsteuerung aus der Hand gefallen. Licht haben wir sogar auch. Kann man hier auf der Taste 2 aktivieren. Also da oben haben wir zwei LED-Lämpchen. Die sind gar nicht mal so übel. Also der Bagger, der ist auf den ersten Eindruck echt krass. Die Steuerung, die ist etwas gewöhnungsbedürftig. Also hier mit dem linken Stick kann ich, wenn ich den nach rechts oder links bewege, den Bagger nach rechts oder links manövrieren. Ansonsten hier kann ich die Hälfte von dem Arm nach oben oder unten machen. Mit dem rechten Stick kann ich die Schaufel einzeln bewegen, um dann halt zu schaufeln. Oder
den gesamten Arm. Wenn ich fahren möchte, dann muss ich hier diese Tasten drücken. Da bewege ich einmal die eine Kette und auf der anderen Seite die andere Kette. Und dann kann man das Ganze nochmal hier rückwärts bewegen. Also, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, ich kriege das hin. Im Moment bin ich noch begeistert, was man so für unter 200 Euro bekommt. Aber warten wir erstmal ab. Wir müssen erstmal schauen, wie er sich so baggern lässt, beziehungsweise wie man damit schaufeln kann. Gehen wir raus, testen das Ganze. Link zum Bagger ist übrigens unten in der Beschreibung. Der Bagger ist bereit. Wir werden jetzt als allererstes mal versuchen, ein bisschen Sand hier zu baggern. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Meine Kamerafrau Amy ist auch am Start, denn für den Controller brauche ich zwei Hände. Deswegen muss Amy filmen. Okay, Freunde, wir legen los. Ich aktiviere mal das Soundmodul und dann muss ich erstmal schaffen, nach vorne zu kommen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Jetzt die Schaufel nach unten. Kleinen Test mache ich jetzt mal. Die Schaufel ist ja voll beladen. Wir nehmen uns hier ein bisschen Holz, legen das einfach hier mal vor den Bagger und dann guck ich mal, ob er da problemlos drüber kommt. Let's go! Ist schon etwas anspruchsvoller, das Ding zu steuern, weil man einfach so viele Funktionen hat. Aber so langsam komme ich rein. Ich muss auch so ein bisschen nachdenken, aber ich denke mal, wenn man ein bisschen geübt hat, dann klappt das schon. Ansonsten, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Hätte ich niemals gedacht, dass so ein kleiner Bagger so viel Spaß machen kann, ey. Und es funktioniert auch unheimlich gut, damit zu baggern. Als nächstes probieren wir mal, wie gut wir den kleinen Sandberg hochfahren können. Bin mal gespannt, was die Metallketten so leisten. Let's go! Als erstes fahre ich die Schaufel wieder ein. So. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall drehen. Und ab geht die Post. Krass, Mann, das hat ja erstaunlicherweise übelst gut funktioniert. Auf dem feinen Sand gar kein Problem. Gehen wir mal hoch, da habe ich noch einen Erdhaufen, da schaufeln wir auch noch mal ein bisschen. Den Erdhaufen hier meinte ich, ist auch ein bisschen locker. Mal gucken, ob ich hochfahren kann. Ansonsten ein bisschen schaufeln. Let's go! Sieht schon mal ganz gut aus. Und
Vielleicht die Schaufel ein bisschen runternehmen. Nee, schafft er nicht. Die Erde ist ein bisschen zu locker. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt mal als nächstes zu schaufeln und dann auch wieder rauszukommen. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Schaut euch das mal an, Freunde, wie stark die Schaufel ist. Wenn ich die jetzt runterlasse, dann kann ich den Bagger schon ganz gut anheben. Funktioniert echt gut. Alter, was für eine Schaufel ich genommen habe, ey. Geil. Verdammt, ey. Ich hätte niemals gedacht, dass das so viel Bock macht. Hätte ich das schon vorher gewusst, hätte ich mir schon längst so einen Bagger geholt. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Baustellenfahrzeuge. Und wir brauchen auch den LKW mit Anhänger. Denn den könnten wir jetzt mit dem Bagger beladen. Oder einen Traktor mit einem Anhänger. Das würde natürlich auch funktionieren. Was haltet ihr so von dem Bagger? Ich finde, für unter 200 Euro ist der echt top. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Ich übe jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns. Peace. Eichhörnchen.